Zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo auf Martinas YouTube-Kanal. Zurzeit befinde ich mich oberhalb von Heimenschwand. Ich wusste nicht, dass ich hier schon mal war. Ich habe mich kurz entschlossen und gesagt, ich laufe, fahre von Heimenschwand mit dem Bus. Und dann laufe ich ab auf die Thun. Aber da ich schon mal auf Thun runtergelaufen bin von Heimenschwand, habe ich mich jetzt entschlossen, auf den Diesbach zu laufen. In 2 Stunden 20. Ich weiß noch nicht, ich sollte etwa um 2:30 zu Oberdiesbach sein. Und gehe dann dort wieder auf die Zügel Richtung Thun. Ich werde natürlich euch mitnehmen auf dieser schönen Wanderung. Ich werde dir auch wieder ein bisschen von der Aussicht zeigen, je nach Situation. Ich wünsche dir da draußen, euch draußen, viel Spass bei diesem Video und wir sehen uns später nochmal. Hier seht ihr einen kleinen Ausblick von Heimenschwand. Hinten nachher dort sind die Berge, das Nebelmeer. Und jetzt werde ich mal noch so rund Dings machen, wie ich es immer mache, dass ihr so ein bisschen Ahnung habt, wie es hier oben aussieht. Da ist der Wanderweg hier oben. Da geht er drüber. Wird er nicht ja noch durchgehen. Da hängen jetzt noch Leute. Da geht auch noch einen Weg. So. Also leid beim nächsten Wegweiser ankommen, hier hinger. Ja. Der Wegweiser zeigt nach da oben. Und es steht 2 Stunden 30 angegeben. Vorher, als ich losgelaufen bin, haben wir schon 2 Stunden 20 angegeben, was eher eher weniger komisch dürft, weil es kann ja nicht sein, dass man von Heimenschwand noch 10 Minuten dazu muss rechnen muss, bis auf Oberdiesbach. Aber ja, wir werden es sehen. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich zwischen 2:30 und 3 Uhr, bis ich zu Oberdiesbach bin. Ich melde mich dann wieder, wenn ich beim nächsten Weg weiss. Leute, zieht noch mal das Nebelmeer. Bei mir ist es mega schönes Wetter. Und hier unten hat es Nebel. Ich befinde mich zur Zeit beim nächsten Wegweiser. Wir könnten ja einen noch Opsi gehen von Oberdiesbach, aber ich habe mich jetzt entschlossen, langsam nicht zu gehen. Es geht noch 1:35 Uhr. Ich werde mich dann wieder melden, wenn der nächste Wegweiser kommt. Ja. Irgendwie hat mein Fotoapparat versagt. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm los ist. Ich habe vergessen zu schauen, wie viele Akkus er noch hat. Ich hoffe, es liegt nicht am Akku. Darum muss ich jetzt mit dem Handy weiter filmen. Aber wie gesagt, ich melde mich dann wieder, wenn der nächste Wegweiser kommt. Also Leute, von da hier oben bin ich gekommen. Dort hier oben ist der Wanderweg, Fokus grüße ich wohl. Und bin da hier alles runtergelaufen. Fokus, hallo. Wenn ich den Finger vor dran habe, dann tut es nicht so, wie ich will. Und da hier, jetzt bin ich dann wieder unter dem Nebelmeer. Also oben bin ich im Nebelmeer gesetzt. Jetzt bin ich wieder im Nebel inne. Und hier runter, wie man sieht, da vorne ist alles Nebelmeer. He? Und hier muss ich jetzt noch runterlaufen. Da. Und dann kurz vor Oberdiesbach Bahnhof, und ich mich dann wieder melden. Und wir machen noch den Abspann von diesem Video. Bis dahin noch viel Spass. So Leute, wie ihr seht, ist hier der nächste Wegweiser. Auf Lingen hat man 35 Minuten. Und dann kann man mit dem Bus auf Diesbach fahren oder eben Oberdiesbach. Und von hierher auf Oberdiesbach hat man noch 45 Minuten. Und jetzt zeige ich euch noch schnell den Weg, wo ich bin oben runtergekommen. Es ist wieder so ein steiler Kopf.
da. Dort hier oben Bachen bin ich voriger gekommen. Ich finde es immer ein bisschen gefährlich, weil es halt viel Steine hat und man muss schauen, dass man nicht ausrutscht. Ich melde mich später nochmal. Also, hier oben ist der nächste Wanderweg und das geht noch eine Stunde 10. Also, ich werde jetzt mal noch weiterlaufen. Ich muss gleich dort schauen, wo er durchgeht. Aber jetzt kommen wir noch dort reden. Jetzt kommen wir noch ein paar Autos. Jetzt muss ich ein bisschen lauter reden. Ja, laufen wir mal Richtung Wanderweg nach Diesbachgraben. Nein, wollte ich nicht. Ich hoffe für mich, dass beim Fotoapparat nur der Akku drunter ist, der im Moment nicht kaputt ist. Aber wenn er kaputt wäre, da holt ich über die Straße. Wenn der kaputt wäre, wäre es ja nicht so. Also, es wäre schon tragisch, aber weil ich ein Speicherkärtchen drin habe, spielt es ja keine Rolle. Das sind die Videos und die Fotos, die ich gemacht habe, von oben her, als ich oben im Nebel war, sind alle auf dem Speicherkärtchen. Also, ich laufe jetzt mal noch weiter und melde mich dann später noch einmal. Unterwegs hatte es noch ein kleines Bächchen und da habe ich gefunden, nehme ich auch noch schnell ins Video rein. Leute, ich beende hier mein Video. Fazit zu dieser Wanderung ist mir ziemlich, also heute war ich recht viel alleine gewesen. Haben wir dann Schluss. Dann jetzt noch Rössli. Schauen wir zu, wie ich hier weiterrede. Am Anfang hat es viel Leute. Und ich habe mich gerade getroffen mit einer Hungerfrau. Und wir sind da ein bisschen weit haben gelaufen. Sie ist dann noch von Apfel gekommen. Ich habe mich entschieden, Richtung Oberdiesbach. Wir haben hier noch, also auch eine Nähe vom Napf durch können, von Oberdiesbach. Aber ich habe entschieden, dass ich den kürzeren Weg nehme, weil der andere Weg für auf Diesbach war 1,50 gewesen und das war 1,35 gewesen. Aber ich habe mich noch mit einer Frau, die wir halten unterwegs. Wir sind ziemlich langsam gelaufen, vielleicht etwa 4 Stunden, 20 Minuten habe ich genau auf die Uhr geschaut und haben so ein bisschen diskutiert über Gott und die Welt. Also wenn dir das Video gefallen hat, gebt mir das Like. Das ist hier oben, hier unten. Wir haben ein Gratis-Abo da, das ist hier oben. Vergiss nicht die Glocke zu aktivieren, dass dir immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online kommt. Tschüss zusammen, ich mache euch gerne. Bis am Dienstag.